Grüß dich, du kennst es sicher, wenn beim Tag etwas nicht gescheit läuft, dann kommt bei dir einmal das im Traum wieder daher und so eine Geschichte hätte er gern verzählt. Der Lise geht es in der Ehe nicht so gut, weil ihr Mann nicht das, was sie möchte, tut. Es wird viel gestritten und zwingt geredet, das geht auch nicht mehr zusammen, es ist ein Gefrett. Sie schlaft in letzter Zeit nicht gut, weil er die Situation am Schlafraum tut, sie dreht sich im Bett nur hin und her und weiß einfach keinen Ausweg mehr. Der Gockel auf dem Misthaufen und die Hähne streiten miteinander, da sollte man schlafen können. Du kennst es sicher, dass oft so geht, weißt nicht mehr, träumst du oder ist es eine Realität? Sie hört, wie ein Hähne einen Hofarzt schreit, den Gockel fragt, ob sie ihm nicht ein wenig feit, dass er allweil nur zu den anderen Hähnen geht und dass sie allweil nur allein einen Hofarzt steht. Sie hat ein Problem, dass er so blöd tut. Sein Getue mit den anderen Hähnen ist nicht gut. Beschwert sie laut, sagt, dass ihr was feit und dass schon lange keinen gescheiten Sex mehr geht. Sie hat satt, nur auf die Haare oben zucken und das ganze Getue von ihrem Gockel schlucken. Sie möchte einmal was anderes sehen und erleben. Denkt sie, es muss nach der Internzau noch etwas geben. Beschließt ein neues Leben anzufangen, das war ihr Wün. Nicht alle, weil nur den Gockelschecks-Kontingent erfüllen. Sie fladert der Ohrschachtel mit den Ohren, möchte einen Schlussstrich ziehen, sie muss was da. Mir reicht's. Die sollte der Fuchs oder der Habicht holen. Ich verlasse dich. Du hast es nicht anders haben wollen. Ich habe das Leben mit dir satt, das ganze Gestritt. Aber die Kinder packe ich, die nehme ich mit. So kann es gehen. Für dich.